Ein historischer Tag für die deutsch-französische Freundschaft. Am 22. Januar 1963 unterzeichneten Deutschland und Frankreich den Élysée-Vertrag. Konrad Adenauer und Charles de Gaulle besiegelten die enge Beziehung der früheren Erbfeinde. Anlässlich des 55. Jahrestages der Unterzeichnung soll es nun eine Neuauflage des Vertrags geben. Das kündigten Kanzlerin Angela Merkel und Präsident Emmanuel Macron in einer gemeinsamen Erklärung an. In einer Videobotschaft richteten sie sich an ihre Bürger. Frankreich und Deutschland wollen als Freunde im Herzen Europas und im Geiste Europas in diesem Jahr einen neuen Élysée-Vertrag schließen. Wir streben neue Ziele und neue Formen der Zusammenarbeit an. Wir tun das, um die Menschen in unseren Ländern noch enger zusammenzuführen. Und wir tun es, um dem ganzen vereinten Europa neuen Schub zu geben, um es noch stärker zu machen. Ziel dieser Neuauflage ist es unter anderem, gemeinsame Positionen zu allen wichtigen internationalen und europäischen Themen zu entwickeln. Die beiden Volkswirtschaften sollen enger vernetzt, die Rechtssysteme harmonisiert und die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik angenähert werden.